Vorhofflimmern ist eine häufige und leider auch häufig wiederkehrende Rhythmusstörung. Daher ist die Behandlung auch immer längerfristig ausgerichtet. Zur Wahl stehen dabei vorrangig verschiedene Medikamente und die Katheterablation. Dr. Grünfeld, eine typische Ausgangssituation. Ein Patient berichtet über plötzlich auftretendes Herzrasen und Herzstolpern. Wie lässt sich dann bei ihm der Verdacht auf ein mögliches Vorhofflimmern bestätigen? Das Symptom ist sehr unspezifisch und kann ganz unterschiedliche Auslöser haben. Deswegen ist der Goldstandard immer noch das EKG beim Hausarzt. Und man sieht, wenn man so ein Beispiel sieht vom EKG, eigentlich sehr schön, die normale Herzschlagfolge hat eine vom Sinusknoten getaktete Frequenz, die bei Aufregung etwas schneller und in Ruhe etwas langsamer ist, wohingegen beim Vorhofflimmern eben diese Vorhofaktion elektrisch völlig chaotisch ist und die Kammer sehr unregelmäßig nur schlägt und entsprechend im EKG entweder sehr schnell oder sehr langsam ist. Aber diese leistungsgerechte Anpassung der Frequenz fehlt vollkommen. Und im Langzeit-EKG sieht man eigentlich nur so einen breiten Rauschstreifen von Frequenzen. Und was hilft dann dem Patienten im ersten Schritt, damit sein Herz wieder zurück in den Rhythmus findet? Viele Patienten kennen ja die Rhythmusstörung schon und haben auch schon die Diagnose Vorhofflimmern gekriegt. Wenn das aber wirklich die Erstdiagnose ist, dann ist die Chance, dass das binnen der ersten 24 Stunden von alleine aufhört, sehr hoch. Also würde der Hausarzt wahrscheinlich erstmal eine ganz milde Beta-Blocker oder leichte Medikamentengabe geben, einschließlich möglicherweise schon einer Blutverdünnung, und warten, ob das Ganze nicht spontan aufhört. Also natürlich sollte die Grundkrankheit auch schon vor Auftreten des Vorhofflimmerns gut kontrolliert sein. Der Blutdruck muss gut eingestellt sein, Diabetes muss gut eingestellt sein und Herzschwäche auch. Wenn es dann sozusagen zum Vorhofflimmern kommt, dann wird man wahrscheinlich nur langfristig eine Strategie haben und sagen, da müssen wir auch nochmal an der Hochdrucktherapie drehen. Aber dann geht es in der Regel schon in Richtung spezifische Rhythmustherapie. Das Leiden kann ja sehr belästigend sein. Wie versucht dann der Arzt, die Beschwerden durch die Rhythmusstörung wieder in den Griff zu bekommen? Das macht der Arzt genau nach dem Konzept, erstmal zu gucken, wenn ich den Rhythmus wieder regelmäßig hinkriege, geht es dem Patienten wirklich besser. Dann hat man die klare Zuordnung von Symptom und Ursache getroffen. Denn Luftnot, Kaltschweißigkeit, Leistungsschwäche, so als unspezifische Symptome mit etwas Herzklopfen, können natürlich auch ganz andere Ursachen haben. Wenn er dann feststellt, durch die Wiederherstellung des Sinusrhythmus geht es dem Patienten besser, dann kann man sehr unterschiedliche Medikamente nehmen. Das ist eine der schwierigsten Kapitel in der medizinischen Medikamentenverordnung. Aber die Kardiologen kennen sich damit sehr gut aus. Und welche Medikamente sind heute die wichtigsten, die bei Vorhofflimmern verwendet werden? Ja, wir teilen die in Klassen ein. Aber letztendlich für den Patienten gibt es Medikamente wie Beta-Blocker oder Calcium-Antagonisten, die relativ nebenwirkungsarm sind, aber eigentlich das Vorhofflimmern nicht komplett wegmachen, sondern nur die Frequenz bremsen. Und dann gibt es die große Zahl spezifischer Antiarrhythmika, die wie Tambocor auch meistens rhythmisch Namen haben. Rhythmonorm, Tambocor, Cordarex ist das stärkste, heißt wie der Schäferhund. Cordarex oder Amiodaron als Generikum seit über 40 Jahren in der Anwendung und sehr potent. Aber nach 3-4 Jahren doch bei etwa der Hälfte der Patienten entweder nicht mehr wirksam oder aber mit starken Nebenwirkungen verbunden. Was ist denn wichtiger bei der Therapie? Dass das Herz wieder in seinen normalen Rhythmus, den Sinusrhythmus, zurückfindet oder dass der Puls vor allem ruhiger wird, was ja auch sehr belastend sein kann? Da hat in den letzten Jahren auch ein Umdenken stattgefunden. Wir haben früher gesagt, das ist gleichwertig, die Beschwerden müssen weggehen. Inzwischen sehen wir, dass über chronisches Vorhofflimmern auch Herzschwäche produziert werden kann. Der Herzmuskel ermattet durch diesen schnellen, dauerhaft unregelmäßigen Herzschlag, sodass wir heute dazu übergehen mehr und mehr Patienten diese Rhythmuskontrolle, die Wiederherstellung und dauerhaften Erhalt eines gesunden Sinusrhythmus anzubieten. Und das ist mit medikamentösen Mitteln nicht immer zu erreichen. Dann kommt es eben zum Umschwenken möglicherweise auch auf Katheterverfahren wie die sogenannte Pulmonalvenenisolation oder man sagt auch Vorhofflimmerablation. In der Akutsituation bei einem sehr ausgeprägten Vorhofflimmern, da wird ja auch, damit das Herz wieder in den Rhythmus zurückfindet, eine sogenannte Kardioversion angewendet. Was ist damit gemeint? Das ist auch ein altes Verfahren, was man seit 50 Jahren kennt. Da wird der Patient in einer kurzen Narkose, damit er diesen Elektroschock nicht spürt, mit einem sehr starken Stromschlag quer durch die Brust wieder in einen normalen Rhythmus gebracht. Das Herz ist dankbar und nimmt das an und resettet sich dann quasi wieder bei Null. Das Vorhofflimmern hört auf und der Sinusrhythmus setzt wieder ein. Das ist sehr erfolgreich.
aber ist leider nach wenigen Wochen auch wieder von häufigen Rückfällen gefolgt, sodass das immer nur in Kombination auch mit antiarrhythmischen Medikationen Sinn macht. Das hilft dann also nur kurz. Wie kann denn dann längerfristig Anfallsfreiheit erreicht werden? Ja, ich glaube, das ist immer nur eine Lösung auf Zeit. Also der Rückfall ist dann in vielen Fällen programmiert und darum ist die Katheterablation, die ja auch vom experimentellen zum Routineverfahren inzwischen geworden ist, eine sehr gute Alternative. Wobei mit Elektrokathetern im Herzen die Auslöser des Vorflimmerns, die häufigsten Auslöser quasi von innen verödet werden, ohne dass das Herz selber Schaden nimmt und ohne dass man befürchten muss, dass da Herzmuskel verloren geht oder Klappen kaputt gehen. An den elektrischen Impulsen, die den Herzmuskel zum Zusammenziehen und Pumpen bewegen, da sind auch Elektrolyte beteiligt, wie Kalium und Magnesium. Müssen Patienten mit Vorhofflimmern die Vitamin- und Mineralstoffpräparate einnehmen, die eben genau solche Elektrolyte enthalten, dann besonders vorsichtig sein? Also man kann es für die Selbstmedikation mit Magnesium, mit Kalium und Calcium zunächst mal sagen, dass die, wenn man es nicht überdosiert, in den meisten Fällen ungefährlich sind. Wobei man auch sagen muss, Calcium kann Nierensteine machen. Also Vorsicht mit Medikamenten, die der Arzt nicht gesehen und gehört und zugestimmt hat. Die Elektrolyte, also die Blutsalze, Natrium, Calcium, Kalium, aber auch Phosphat, werden in der Regel sehr effektiv vom Körper selber reguliert, sodass man in der Regel das nicht kontrollieren oder von außen steuern muss. Bei Patienten, die Wassertabletten nehmen oder bei denen die Nierenfunktion eingeschränkt ist, da hilft dann durchaus manchmal eine Substitution, zum Beispiel mit Kalinor- oder Kaliumtabletten. Das sind die häufig eingesetzten Tabletten, weil sehr niedriges Kalium begünstigt Vorhofflimmern. Die Behandlung von Vorhofflimmern, die verfolgt also mehrere Ziele. Das eine ist der Schutz vor Schlaganfällen, das wird durch Gerinnungshemmer erreicht. Und das andere ist aber die Linderung der Beschwerden und Symptome. Und das kann wiederum auch durch Medikamente oder durch eine Katheterablation erfolgen. Lässt sich letztendlich das Therapieprinzip bei Vorhofflimmern so zusammenfassen? Das ist gut und man muss auch sagen, in den letzten 15 Jahren hat eine Rhythmusstörung, die es schon seit Jahrmillionen gibt, in den letzten 15 Jahren wirklich angemessene Aufmerksamkeit gekriegt, wissenschaftlich, und man hat rausgekriegt, was man wirklich tun kann. Und man hat belegen können, dass man nicht nur Schlaganfälle verhindert, sondern auch tatsächlich das Leben von Patienten mit Vorhofflimmern verbessern und verlängern kann.